Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dead Space Let's Plays. Auswahl der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Ja, das kriegen wir hin. Warnung. Auswahl der nicht. Primärsysteme. Ah, das ist ein Sofort Aufzug. Evakuieren. Warnung. Auswahl der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Muss doch auch irgendwelche Rettungskapseln geben. Warum haben wir darüber nicht ab? Oh, hier gibt's bestimmt Gegner. Hören Sie, ich sehe es. Oh. Was ist denn? Gut, okay. Ich will hier das Heildingens haben. Über diese Stromleitung. Echt nervig. Wer ist das? Offline. Waren wir hier? Hier waren wir doch schon, oder? Überlast im elektrischen Hauptnetz. Warnung, kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. Okay, schön speichern. Und weg hier. Oh shit. Okay, wir sind wieder drinnen bei der Antenne. Okay, hier gibt's nichts zu holen. Komm rein! Ich bin hier. Scheiße, das war knapp. Sam, Tom, jetzt Hammond. Und ich sehe Bewegungen auf der Welle. Ich glaube, einige dieser mutierten Soldaten sind an Bord gekommen. Was ist mit dem Singularitätskern der Welle? Es ist voller Blut. Aber ich hab's. Ich hoffe, Hammond hatte recht mit dem Shuttle. Er sagte, der ist auf dem Besatzungsdeck. Genauso wie alle Unitologen auf dem Schiff und der Marker. Du musst... Moment. Jemand hat die Tür in der Nähe des Brückenatriums geöffnet. Damit kommst du aufs Besatzungsdeck. Aber wer ist noch übrig und hat so eine Freigabestufe? Isaac, irgendetwas stimmt nicht. Wir müssen das Shuttle erreichen. Sei bitte vorsichtig. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Okay. Schwerelosigkeit deaktiviert. Akte Abrechnung. Jetzt gucken, ob es hier irgendwo einen Raum gibt, wo wir irgendwas wirklich verbessern oder kaufen können oder so. Nee, aber speichern kommen wir gleich. Er ist schon tot. Wo kam der denn jetzt bitte her?
Und bedeutet das, dass wir die Tür aufgemacht haben, dass die Leute rauskommen jetzt, oder was? Andererseits will ich es eigentlich auch gar nicht wissen. Wir lassen das jetzt mal so. Wo müssen wir überhaupt hin? Links. Okay. Kommen wahrscheinlich alle aus dem Besatzungskram jetzt raus. Oh shit. Ich glaube, hier waren wir noch nie. Was ist das da drüben? Doch, hier waren wir schon mal, da bin ich mir relativ sicher. Aber können wir jetzt hier rein? Weil da ist noch was, wo wir noch nicht drinne waren. Immer noch verschlossen. Vielleicht hätte man einfach wirklich alles explodieren lassen sollen. Denke ich gerade drüber nach. Ich meine, sich selbst opfern fürs große Ganze wäre hier mal ein Moment, wo es angebracht wäre, meiner Meinung nach. Oh Gott, ich habe nicht so Bock drauf, den Typen zu begegnen. Okay, da sind schon mal drei Kisten, das sieht nicht schlecht aus. Ah, das ist wieder der oberste Kram hier. Freigabe bestätigt. Haben wir noch nie aufgemacht. Hier drüben müsste was sein, wo wir uns verbessern können. Ich will nur kurz gegenchecken, bevor wir da umsonst hinlaufen. Ja. Was machen wir? Bei dem Plasma-Cutter. Die neue Spezialfähigkeit nehmen wir mit. Schaden nehmen wir natürlich auch mit. Brauchen wir noch Kapazität? Ich denke eher weniger. Wir haben eh nie genug Munition. Jetzt gucken wir mal kurz beim Anzug. Was gibt es hier? So, aber wo müssen wir hin? Da habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet beim Gucken. Da können wir auch was kaufen. Da können wir eventuell das Anzug-Upgrade kaufen. Wäre ja ganz schick. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Geld. Ja. Werden wir uns verbessern. Weniger Schaden ist immer gut, gerade jetzt, wo es, denke ich, zum Ende hingeht. Null. Was wir verkaufen können. 10.000 ist gutes Geld auf jeden Fall.
Sonst scheinbar nichts. Was hier für Upgrades? Ripper, Flammenwerfer, Impulsgewehr. Ja, das Problem ist aber, im Grunde genommen bekommen wir durch die Upgrades ja nur die Möglichkeit, Knoten dort einzusetzen. Aber das brauchen wir eher weniger. Klingt blöd, aber wir kaufen jetzt noch einen Knoten und gehen nochmal zur Werkbank. Gucken nämlich jetzt mit dem Anzugs-Upgrade. Guck mal, theoretisch gäbe es, denke ich, mindestens ein weiteres Upgrade. Werden noch die Trefferpunkte erhöhen. Müssten wir auf 200 kommen, denke ich. Und dann haben wir A, halten wir mehr aus, weil die Verteidigung besser ist. Und B, haben wir nochmal mehr Energie. Das ist ja letzten Endes genau das, was uns immer das Genick gebrochen hat bisher. Ja, eigentlich alles. Das kann man ja so genau gar nicht sagen. Die Munition ist ja immer ein Problem gewesen. Naja, so. Sieht hier irgendwie nicht vertrauenswürdig aus. Auch mit den ganzen Lüftungspaneelen und so. Ist nicht schön. Gefahr. Schienen unter Spannung, okay. Toll. Halten wir hier überhaupt richtig? Moment, Moment. Leider ja. Leider ja. Oh, eine Puppe. Moment. Das ist ja creepy. Im Grunde genommen nur ums Eck. Das werden wir ja wohl hinbekommen. Ne, den Schuh brauchen wir nicht. Ja, das ging ja ganz gut. Hundert Credits ist halt eigentlich gar nichts. Aber ich will nicht undankbar sein. Klingt gut. Also Upgrades sind mit das Beste, was man machen kann. Ich meine, irgendwo logisch, aber richtig nice. Wir haben nichts, wir haben keinen Knoten dazu bekommen. Hm.
Munitionstechnisch stehen wir sogar ganz gut da, denke ich.